Ich hatte ja gestern Abend im Stream angedroht, dass ich euch heute mal was ganz anderes präsentiere als Clash of Clans, aber ich kann es irgendwie nicht übers Herz bringen. Warum nicht? Das werde ich euch jetzt mal erzählen. Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Herausforderer. Ja, ihr seht, ich bin mit dem RH9-Account immer noch hier und wir haben hier immer noch, ich wundere mich so ein bisschen, 26 Leute. Hier wird auch immer noch in die Chats geschrieben und ja, eigentlich bin ich platt, denn nach 3 Stunden Stream gestern erst beim Sky im Livestream, ihr habt das sicherlich gesehen, ich zeige euch auch einfach nebenher nochmal ein paar schicke Kämpfe hier. Wir haben ja längst nicht alles gesehen, denn diese zwei, oder wir haben ja zwei 50er, glaube ich, gespielt. Nee, war das ein 50er hier? Das war ein, was war denn das eigentlich? Ein 30er, ein 30er war es, glaube ich, oder? War es ein 50er? Ich muss jetzt nochmal gerade reingucken. Sorry, Leute. Da muss ich nochmal schauen hier, was das war. Doch, zwei 50er haben wir gespielt. Und wir haben ja vorher schon gegen den Clan Cloud Nano ein CK gehabt. Also, Hammer hier. Wirklich Hammer und ich spule einfach noch mal ein bisschen durch, um noch mal so ein paar Kämpfe zu zeigen. Auf beiden Seiten mache ich das mal so ganz, ganz wahllos und erzähle einfach mal ein bisschen was nebenher, was eigentlich gestern gelaufen ist. Also mal so ein bisschen Resümee, Nachbereitung, was man halt immer so macht. Also wir haben erstmal schöne 3 Stunden hier beim Sky. Der hat auch gnadenlos überzogen, aber es hat wirklich so Laune gemacht. Und dann, wenn man dann so in so einem kleinen Mini-Hype ist, dann kannst du irgendwie nicht aufhören. Und auch der Sky hat da nicht locker gelassen, hat gesagt, wir machen noch einen zweiten 50er. Der ist uns dann ja auch noch mal geglückt. Und also echt super, wie die Clans hier auch voll wurden. Ich hatte erst ein bisschen Sorge, dass dieser Clan nicht so schnell voll wurde, weil es hier doch eher erstmal schleppen voranging. Ich meine, war ganz klar, das war der Stream von Sky und nicht meiner. Aber meine beiden Vizes, die ich hier drin hatte, nochmals danke an die beiden. Die haben das von Anfang an hier recht streng geregelt, muss ich sagen. Denn jeder, der hier Clan-Sperre hatte, also Clan-CK-Sperre hatte, der ist ja einfach wieder rausgeflogen. Weil wir natürlich Leute brauchen, die im CK mitkämpfen, die keine Sperre haben. Auch wenn sie am Ende ihre Angriffe gar nicht gemacht haben, war es wichtig für die Suche letztendlich, dass man 50 Stück hatte. Sonst kannst du die Suche nicht starten. Und deswegen war das hier aber, ich denke mal, das waren zwei schöne 50er, und die sind ja knackig. Ne? 15 Minuten Vorbereitungszeit. In beiden Clans waren die Clanbogen immer, immer voll. Das hat mich schon, ja, begeistert. Also das war für mich schon außergewöhnlich, dass echt alle mitgearbeitet haben. Es waren wirklich in beiden, waren 50 Clanbogen pickepacke voll. Und auch während des Kämpfens dann, was ja dann auch nur eine halbe Stunde ging. Ich meine, du musst dann in einer halben Stunde deine Clan-Angriffe machen. Die Clanburg wird eigentlich nicht voll, außer du forderst Truppen, die sehr groß sind. Das hab ich dann am Ende auch gemacht. Ich habe eigentlich immer Riesen gefordert, aber da wurde natürlich mit einem Schwung meine Clanburg nicht voll. Also habe ich umgeschwenkt auf Golem-Riese und damit wurde sie dann mit einem Schwung voll. Sonst hätte sie immer gemmen müssen und gerade die Clanburg ist ja schon ein bisschen teurer, die Clanburg vorzugemmen. Und deswegen fand ich, das ist eine super Sache gewesen. Und ihr seht das hier, hier ging es eigentlich richtig ab. Ich habe hier ab und zu mal reingeguckt, habe dann ja auch im Stream gesagt, also es ist der Hammer hier, was hier gerade abgeht. Und ich glaube, das war eine gelungene Aktion hier. Erstmal die ersten Stunden hier im Nachmittag. Und ich habe mich natürlich währenddessen so ein bisschen schon auf meinen Stream vorbereitet, denn ich habe ja gleich dran gehangen, um nicht den Sog jetzt mit aufzunehmen, aber um einfach am Ball zu bleiben. Denn vieles haben wir noch nicht gesehen gehabt. Und so hatte jeder nochmal die Chance, letztendlich bei mir dann irgendwo noch so ein paar Kämpfe zu sehen. Ja, einige haben das auch geäußert, haben gesagt, zeig mal dies, zeig mal das. Haben wir alles gemacht, aber wir haben dann auch so ein bisschen ausgeschweift auf mal ganz andere Welten. Also auch der Stream dann, der bei mir hier losging, war erstmal ganz chillig und auch von den Zuschauern war es recht übersichtlich. Und für mich war es ja vor allen Dingen ungewöhnlich, zu so einer Zeit überhaupt Streams zu zeigen. Denn so früh am Nachmittag habe ich ja noch nie gestreamt. Also erstmal von, ich glaube, es war ja von 3 Uhr bis 6:30 beim Sky. Und ich habe dann angesetzt, fast nahtlos. Also ich habe meinen gestartet und er hat seinen beendet.
Und dann haben wir einfach hier weitergeguckt in den beiden Clans, beziehungsweise ich habe dann ja auch in andere Clankriege wieder umgeschaltet. Und irgendwann, da schwappte das so richtig über. Da fing Toto plötzlich an, hier alte Spiele zu zeigen aus den 90er Jahren. Und das war dann eine spaßige Sache. Und irgendwann habe ich so gedacht, nach 3 Stunden so, jetzt kannst du auch nicht Schluss machen, jetzt sind hier 80 Leute. Und wenn ihr jetzt sagst, so Leute, das war's für heute, dann da wäre ich sogar traurig als Zuschauer. Und deswegen haben wir einfach ein bisschen weitergemacht, haben ein bisschen länger gemacht. Irgendwann hat dann auch jemand bemerkt, dass ich die 3000 Abonnenten geknackt habe auf YouTube. Mir ist das gar nicht so bewusst geworden. Und dafür möchte ich mich natürlich auch bei euch allen ganz, ganz herzlich bedanken. Und also für mich ist das immer noch so ein bisschen so ein Unding hier, dass es so tollen Zuruf hat und tollen Zuwachs hat auch vor allen Dingen, denn das ist nicht gewöhnlich. Also das ist schon, ich denke mal, das ist schon immer so ein bisschen, ich nenne es mal so harte Arbeit irgendwo, immer ein bisschen am Ball bleiben, immer ein bisschen locker bleiben und vor allen Dingen Geduld haben. Ja, viele Leute haben einfach nicht die Geduld. Die hauen hier ein Video raus und ich hatte gestern ja auch jemanden im Stream, der hat dann gesagt, Mensch, ich wachse gar nicht, was kann ich denn tun? Gib mir mal Tipps und Tricks. Kann ich gar nicht machen. Denn meine Tipps und Tricks, die habe ich auch irgendwo aufgeschnappt, habe das versucht umzusetzen. Und das ist daraus ist das entstanden. Also ich bin ja auch kein Heilsbringer und kannte mich ja auch nicht mit Videobearbeitung aus, Bildbearbeitung oder hier so aufnehmen. Also das habe ich mir auch alles so ein bisschen selber beigebracht. Klar, durch meinen Beruf bin ich natürlich EDV-mäßig so ein bisschen näher dran, aber trotzdem, was YouTube angeht, Twitch angeht, auch Twitch, Hammer. Ich habe weit über 500 Follower auf Twitch und die Chats waren gestern gut besucht. Das hat mich auch wieder total gefreut, dass ich auf Twitch so viele Zuschauer hatte und man überzieht dann auch gnadenlos. Also auch ich habe ja dann letztendlich sowas von überzogen. Nach 5 Stunden, 20 Minuten und 2 Sekunden, das ist die exakte Videolänge, habe ich dann ja auch aufgehört. Also, und die Leute hätten ja auch noch länger machen können. Ich auch, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein, Leute. Da war es auch schon 11:30, glaube ich, und ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich war dann 8 Stunden hier irgendwo in den Streams. Das ist ein Arbeitstag. Ja, das ist irgendwo ist das ein Arbeitstag. Und das war dann schon derbe. Ich habe das auch gemerkt, muss ich sagen. Ich war auch ziemlich platt, hat man vielleicht so im Stream noch nicht so gesehen. Aber manchmal musste ich dann doch schon so ein bisschen durchpusten. Und aber wir haben schöne Angriffe gesehen, hatten einen schönen Clash-Abend und haben auch schön, denke ich mal so nebenher so ein bisschen gesprochen. Muss ich sagen, also schöne menschliche Gespräche hier gefunden. Und einige haben ja auch gesagt, komm, lass mal Discord machen oder Teamspeak. Ja, aber zu viel des Guten ist dann auch nicht gut. Dann lieber erstmal Stück für Stück. Ich habe mich da jetzt ein bisschen eingelesen und unter Umständen kommt da auch irgendwas. Es haben auch viele dann einige ihre Hilfe angeboten dabei. Bin ich dankbar, nehme ich auch an und nehme ich auch mit rein. Ja, denn klar, irgendwann packst du auch nicht mehr alles alleine. Und obwohl ich so einer bin, der immer gerne alles alleine macht. Ja, also ich bin schon so ein bisschen krämerisch so, das mache ich lieber alleine, dann habe ich auch selber die Kontrolle darüber. Und wenn dann was nicht funzt, dann muss ich mich an die eigene Nase packen und muss dann nicht jemand anders annölen, so nach dem Motto, oh, das haut alles nicht hin hier, mach da mal was und dann passiert da vielleicht gar nichts. Deswegen bin ich da so ein bisschen der Eigenbrötler, was sowas angeht. Und deswegen bin ich da, ich muss das einfach immer selber machen für mich. Muss ich mal eben schauen, ja, den gucken wir uns mal an. Wie gesagt, also der Hype war so ein bisschen da, auch bei mir. Ich glaube, das hat man auch gemerkt. Und meine Technik hat dann bis auf die beiden LAN-Ausfälle auch gut funktioniert. Also da hat man mir natürlich mein Kabel mal wieder gezogen. Machte aber nichts. Der Stream hat sich dann ganz, ganz schnell wieder erholt. Also einen gab es ja gar nicht gemerkt. Und meine Jungs haben ja auch sofort gebeichtet. Oh Papa, ich habe gerade ein Kabel, glaube ich, mit berührt. Ich habe es immer noch nicht ausgetauscht. Es hat immer noch keine Nase im Switch. Ich werde das jetzt diese Woche auch mal machen. Dann passiert das nicht mehr. Aber die beiden waren so ehrlich und die haben gestern auch wenig von mir gehabt, muss ich sagen. Vielleicht waren sie auch froh, dass der Alte mal 8 Stunden weg war, auch wenn er zu Hause war. Und klar haben die mich gesehen, wir haben auch zusammen gegessen. Also alles gut und heute machen wir einen schönen,
Schön Familientag, sonntags ist immer ein schöner Familientag, aber wie gesagt, ich konnte es einfach nicht übers Herz bringen, euch heute irgendwas anderes zu zeigen, außer Clash of Clans Danke sagen für den schönen, netten Samstag, Stream-Samstag hier bei Clash of Clans, bei auch beim Sky und dann auch bei mir. Also ich denke mal auch, der Sky wird, ich weiß nicht, ob er nochmal so ein Review macht, also ich bereite das Ganze immer nochmal nach, gucke mir natürlich nicht den ganzen Stream nochmal an, aber ich gucke so ein bisschen immer so, hat das alles gepasst hier mit dem Greenscreen? Hat's gekrizzelt beim Umschalten? Und ich habe auch so eine ganz, ganz kleine Ecke gesehen. Das hat man tatsächlich gesehen, wenn ich ins Nachtdorf umgeschaltet habe, dass ein ganz, ganz kleiner Punkt bei mir im Greenscreen nicht ausgeleuchtet war. Das hat so einen ganz kleinen Punkt gegeben. Also meine Kamera hätte noch einen Zentimillimeter nach gedreht werden müssen. Aber ich glaube, ihr seht das gar nicht so eng. Und mir ist das auch nur aufgefallen, als ich mein Nachtdorf geswitcht habe. Denn dort hat man ja so einen dunklen Hintergrund, so einen dunkelgrünen Hintergrund. Und da ist mir das aufgefallen. Schöner Angriff hier übrigens von Alpha. Also hat mich auch gefreut. Alle, die hier waren, haben toll gekämpft hier auf beiden Seiten. Auch da nochmal vielen lieben Dank. Das ist nicht üblich, ja, dass das so abgeht. Und deswegen kann man eigentlich nur gar nicht oft genug Danke sagen an die Community hier, die so gut mitarbeitet, auch mit uns, denn es gibt ja nichts Schlimmeres, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du was planst und dann funktioniert es nicht. Ja, dann bist du irgendwo schon gleich der Gelackmeierte am Anfang des Streams, Clan wird nicht voll, Hardware fällt aus, Licht geht kaputt, weiß der Geier, was da auch immer alles passieren kann. Und dann bist du, man ist einfach ein bisschen froh, dass es dann am Ende echt doch noch so gut funktioniert hat und wir eigentlich alle einen schönen Abend hatten, einen schönen Nachmittag auch schon hatten. Das war also 3 Uhr, Leute, das war echt der Klopfer. So, yo, also ich habe hier auch einiges noch nicht gesehen. Ich meine, ich bin natürlich schon im Clan hier noch drin und hier sind jetzt noch 26 Leute. Ihr seht das, hier wird fleißig getippelt und gefordert. Der Clan bleibt noch ein bisschen auf hier. Ich denke mal, Clankrieg spielen wir hier nicht mehr. Das ist mir hier denn doch ein bisschen zu tricky, dass ich sage, komm, wir machen hier mal einen normalen Clankrieg noch mit den verbliebenen 20 oder so, weiß ich nicht. Jetzt sind hier schon ein paar drin, die haben natürlich Sperre, die wollen hier nur mal rein. Ich glaube, der Clan von Sky ist auch noch auf. Da bin ich dann gestern rausgegangen mit Thorsten, weil ich natürlich bei den True Warriors ein bisschen was zeigen wollte und habe da zwar einen Account geparkt, aber ich wollte da so ein bisschen mehr zeigen, auch ein bisschen mehr im Chat aktiv sein, denn wir haben ein paar neue Leute gewonnen hier, die möchte ich natürlich auch kennenlernen und die wollen uns auch kennenlernen und da habe ich einfach so ein bisschen am Clanleben mit teilgenommen, was also Chat angeht, was vor allen Dingen Lachen angeht. Wir haben echt viel gelacht gestern, muss man mal so sagen. Und das ging noch weit bis in die Nacht hinein. Also hier war richtig mal richtig was los bei True Warriors. Ist auch sehr ungewöhnlich und einige hat es auch gar nicht ins Bett gezogen, bis dann auch irgendwann hört es natürlich auf, dann wird es ruhiger und dann weißt du auch, ja, jetzt ist keiner mehr da. Also war es, glaube ich, für alle Beteiligten eine super Sache hier und ja, ich bin immer noch begeistert. Das Video übrigens zu dem Stream kommt, ich werde es heute noch freigeben, ich muss noch ein Bildchen basteln für davor, muss noch mal gucken, ob ich meinen Abspann mit reinbringe oder so, mal schauen. Und es ist auf jeden Fall fertig, es ist komplett durch und auch das Video hat echt viele Aufrufe. Es waren wirklich viele da, die auch mal nur reingeguckt haben. Und dieses Mal waren auch wirklich wenig da, die da so rumgeflamed haben oder uns beschimpft haben. Also ich benenne ganz klar uns, denn wenn jemand hier irgendwelche blöden, abfällenden Wörter gegen mich ausspricht, dann finde ich, geht das auch gegen meine Community und das mag ich überhaupt nicht. Da fühle ich mich nicht nur angesprochen, sondern da fühle ich mich für euch mit angesprochen. Also das geht gar nicht. Und deswegen versucht man natürlich sowas zu vermeiden. Ich habe auch meine Moderatoren, auch denen muss ich verdanken, Mensch, den namenlos, der ewig bei mir ist, der ist ja Dauer im Stream, wo der überall Mod ist, aber ich glaube, er macht das gut. Und mittlerweile habe ich auch einen Moderator auf Twitch, obwohl die Gemeinde da ja ganz, ganz piano ist, muss ich sagen. Also die sind ja so pflegeleicht, die regeln sich selber, die quatschen mit sich selber da, die kennen sich, glaube ich, auch teilweise da aus anderen Streams.
habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und aber ich habe da jetzt einen zur Sicherheit mal, falls einer reinspammt oder irgendjemand aus dem Ausland versucht, da irgendwie Gems zu verkaufen oder was auch immer. Also auch da haben wir jetzt so ein bisschen dafür gesorgt. Und Thorsten hat immer Avatar platt gemacht. Ne? Der Max RH10er hier hat es immer an die 9er probiert, weil er keinen 10er hinkriegt. Der Lappen. Nein, ist natürlich ein Angriff von mir auf Avatar. Ich habe einfach mal auch eine andere Base vom Avatar reingestellt, wo ich natürlich weiß, wo jede Bombe liegt. Ich weiß, wo jeder Tesla poppt. Ist halt so. Habe ich es mir ein bisschen leicht gemacht, aber ich war auch ganz gut beschäftigt hier in beiden Streams. Also auch vor allen Dingen hier, als hier noch die Kämpfe war. Du musst ja auch immer, du musst spenden, du musst selber gucken, wo greifst du denn an. Musst ein bisschen bei den anderen gucken. Ich habe immer beide Chats auch so im Blick gehabt. Habe also immer so ein bisschen mitmoderiert, habe auch mal eine Frage wiederholt, habe auch mitgechattet, auch in den Chats habe ich ab und zu ja mal getippelt. Das ist auch nur möglich, weil ich das hier an zwei Rechnern gucke. Das heißt also, ich habe immer einen Rechner natürlich irgendwo vor mir mit mehreren Monitoren und habe zusätzlich ja immer noch, auch wenn ich streame, die Steuerung meines Streams über ein Notebook. Und da habe ich letztendlich die YouTube-Zuschauer gehabt, mit denen habe ich dann tatsächlich nebenher auch noch mal chatten können und mal ein paar Fragen beantwortet. Also, so läuft das hier bei uns, wenn wir streamen. Das ist auch nicht anders beim Olli. Und ich bin ja mal gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Klar werden wir wieder streamen. Es wird ja einiges kommen hier für mich auch. Ich hoffe natürlich nicht für mich. Ich gehe ja hart auf Rathaus 11. Und jetzt kommen noch die Updates rein. Also es gibt ja reichlich jetzt demnächst wieder zu clashen. Und freue ich mich auch schon drauf. Ich freue mich auch wieder auf weitere Streams, denn so ein bisschen macht es einem ja auch Spaß. Man ist ja echt ganz nah an seiner Community dran. Näher geht es ja gar nicht, als dass du einen Livestream hast. Die sehen dich, die hören dich, die können dir Fragen stellen. Die werden, ich hoffe, immer beantwortet. Ab und zu gibt es natürlich einen, der sagt, oh, du überliest mich immer. Ja, aber ich will ja auch ein bisschen spielen. Und deswegen kann euch ja nicht ein Bild zeigen und dann immer nur mit euch chatten, Fragen beantworten und euch grüßen. Also so ein bisschen Clash of Clans will ich ja auch noch haben an so einem Tag oder Abend. Und deswegen geht natürlich mal was flöten, auch vor allen Dingen, wenn der Chat dann mal ein bisschen schneller wird, wo eine kleine Diskussion aufkommt, ja, wo dann jeder sowas zu sagen kann, dann ist natürlich ruckzuck mal eine Frage irgendwo zwischendurch einfach mal so weg. Und dann ist die raus, ich kann die auch nicht mehr reinscrollen, dann stellt die Frage einfach nochmal, ja, so, da dürft ihr nichts bei denken, da müsst ihr wirklich über euch stehen und müsst einfach dann sagen, Mensch, hat er vielleicht überlesen, der arme Toto, weil es gerade ein bisschen voller wurde. Und deswegen seht mir das nach, dass ich nicht alles dann beantworten kann. Aber es hat auch mal einer geschrieben, Toto, das ist echt krass, dass du fast alles hier beantwortest. Ja, solange es noch geht, mache ich das doch. Das mache ich auch gerne. Und ich bin ja auch nur ein Mensch. Ja, und ich habe ja gestern auch Sachen preisgegeben aus den 90er Jahren, Spiele. Also irgendeiner hat auch geschrieben, boah, Toto jetzt voll im Element. Ja, natürlich. Spiele, Online-Spiele oder auch früher schon Spiele in den 90er Jahren, wo ich reichlich Originale habe. Die haben vielleicht sogar schon einen kleinen Wert, weil einiges war dann ja auch 5¼ Zoll Floppy und viele wussten gar nicht, was hält denn der dann in die Kamera. Also auch ganz, ganz witzig. Und es macht einfach Spaß, muss man sagen, es macht einfach Spaß und irgendeiner hat auch dann schon geschafft, unter dem Stream-Video einen Kommentar zu bringen, das ist nämlich die Desiree, die hat geschrieben, klasse Livestream, Toto, mach weiter so, ja, mache ich auch, gar keine Frage und auch danke nochmal, dass so viele da waren und das Abschalten, ich kann euch das sagen, das fällt einem dann auch schwer, ja, du siehst hier abends um 22:30, wo 70 Zuschauer nölig sagen, oh, mach noch eine halbe Stunde. Das ist nicht einfach, das glaubt mal. Ja, da kämpfe ich auch mit meinem Inneren und sage mir, das eine Innere sagt dann, also Engelchen auf rechts, sagt dann, mach lieber Schluss, Toto. Ja, geh schlafen und morgen ist auch wieder ein Tag. Und Teufelchen auf der rechten Seite sagt, nein, mach noch eine halbe Stunde, häng was dran. Und da geht in jedem Fall noch was. Oh, den hat auch Sky gemacht. Okay, da müssen wir hier mal, nehmen wir mal den It's Mario auf den Gremlin. Ich glaube, das war auch ein schöner Angriff hier. Ich habe jetzt einfach noch mal ein paar Angriffe gezeigt. Ich weiß, vielleicht haben wir die schon gesehen, aber letztendlich wollte ich euch ja in einem kurzen Video, was jetzt gar kein kurzes Video wurde, einfach noch mal Danke sagen für die Zeit hier jetzt bis zu den 3000 Abonnenten.
Ich bleib da ganz gechillt. Ich glaube, das merkt man auch. Ich breche hier nichts übers Knie. Ich bin, glaube ich, auch ehrlich zu euch. Also deswegen konnte ich euch auch keine andere Folge heute bieten als Clash of Clans. Das wäre doof gewesen, wenn ich jetzt heute irgendwas gebracht hätte, was überhaupt nichts mit Clash of Clans zu tun hat. Und gestern kriege ich so viele schöne neue Abonnenten rein, die hoffentlich meinen Content jetzt auch gerne schauen und auch weiterschauen. Und dann bringt der Toto hier irgend so ein Mumpitz. Das wollte ich nicht machen und deswegen lieber nochmal ein bisschen Clash of Clans gesehen hier. Ein paar Meinungen gehört, ein bisschen nachbereitet. Ja, ich bereite das Ganze jetzt auch ein bisschen nach. Und werde jetzt mal schauen, wo meine Chars alle so stehen. Denn der eine oder andere ist ja liegen geblieben. Ich habe ja gestern sogar mal auf mein ganz frisches RH6 gewechselt. Ja, da ist also wieder so ein kleiner Toto im Kommen. Aber der macht jetzt erstmal Armeelager 3 Tage. Auf den brauche ich erstmal gar nicht rauf. Und dann geht das hier ganz, ganz fröhlich weiter. Ich bin echt gespannt wie ein Flitzebogen auf das, was ein Supercell noch in diesem Monat präsentiert. Ich weiß es nämlich auch nicht. Also auch manchmal wird das ja vermutet, dass der Toto ein bisschen mehr weiß vom Sky, aber das ist nicht so. Ja, da tauschen wir uns schon aus, aber ich bin da auch nicht neugierig. Ich lasse mich gerne überraschen. Also glaub nicht, dass ich den Sky quäle mit Fragen, ach komm, sag mal, was kommt und so. Nee, das kann ich nicht machen. Das wäre auch totaler Blödsinn. Und da lasse ich mich lieber überraschen, was da kommt und wie es dann kommt, wie Supercell das Ganze wieder rüberbringt. Die letzten Aktionen waren einfach toll, muss ich sagen. Hat man, glaube ich, gerne gesehen und gespielt. Und der It's Mario hier, ich glaube, der war auch schon mal in einem Sky-Video. Boah, hier wie die Walküren hier jetzt in die Mitte gehen. Sehr, sehr schön. Schöner Angriff, der weiß hier genau, was er macht. Und ich habe ihn gestern auch noch kennengelernt in meinem Stream hier. Ich glaube, es war der Aqua 31. Ich bin mir da gar nicht mehr ganz so sicher. Und ganz, ganz nette Leute hier auch, die ihre Videos immer so zu Sky schicken und er sie dann abdreht und kommentiert. Sind ja manchmal Hammersachen dabei. Aber der Angriff hier war auch schön, muss man sagen, auf unseren Gremlin. Und der Gremlin, ja, wir hatten auch gute Dörfer dabei und haben ja auch den zweiten CK hier knapp gewonnen. Es gab natürlich einige Angriffe auf beiden Seiten, die nicht mehr gemacht wurden. Das hielt sich dann aber auch die Waage. Und so haben wir einen CK gegen Sky verloren und den zweiten haben wir gewonnen. Das freut mich am meisten, dass wir hier mit 124 zu 123 gewonnen haben. Also richtig schönes Ding hier. Wer hier also nochmal ein paar CK-Kämpfe sehen will, der Clan ist noch offen zurzeit. Hier sind auch noch Leute drin. Ich spende hier auch noch so gut wie es geht. Und je nachdem, was die hier haben wollen, versuche ich immer die Clanbogen noch voll zu machen. Und also wer noch Interesse hat, der kann hier heute noch reinkommen. Der kann vielleicht den einen oder anderen Angriff sich nochmal anschauen. Der Clan ist offen. Ich bin hier ab und zu, gucke ich einfach mal rein. Lasst ruhig die Bewerbung stehen. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich habe mich bei euch bedankt für die vielen Abonnenten, für die vielen neuen Abonnenten, für die 3000 Abonnenten vor allen Dingen. Ich habe mich bedankt bei allen, die hier im Stream dabei waren, bei allen tollen Kämpfern, bei meinen Co-Moderatoren, bei meinen beiden Vizes, die hier gestern so toll geregelt haben und auch beim Sky für seinen wirklich tollen Livestream, für sein super geplantes Event hier. Also nochmal danke und bis dahin, euer Toto Clash.